Hallo liebe Leute, heute machen wir einen Test außerhalb der Reihe unserer normalen Verbrauchstests. Und zwar fahren wir mit dem Volvo XC90 T8 Recharge, nämlich meinem Fahrzeug, einen Test, wo wir herausfinden versuchen, wie sich die Verwendung der Charge-Funktion auf den Gesamtverbrauch auswirkt. Charge-Funktion, das heißt, man kann während der Fahrt mit dem Verbrennermotor, also mit dem Benziner, die Batterie laden, um dann für spätere Nutzung elektrische Energie zur Verfügung zu haben. Ich mache das normalerweise nicht. Es ist auch allgemeiner Konsens, dass das nicht sehr effizient ist. Ich möchte es trotzdem mal selbst herausfinden und für mich selbst eine Meinung haben und eine fundierte Aussage treffen zu können, ob das wirklich so ineffizient ist, wie man behauptet. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert, ich mache das normalerweise nicht und wir schauen jetzt einfach. Wir fahren dazu unsere Normrunde. Ich bin mit diesem Fahrzeug ja schon 3 Tests gefahren, die ich euch am Ende des Videos verlinke, beziehungsweise unter dem Video. Und wir hatten den Test mit der leeren Batterie auf der Normverbrauchsrunde, wo wir 5,8 Liter auf 100 Kilometer gebraucht haben. Wir fahren jetzt genau die gleiche Runde und ich werde auf Abschnitten, wo wir schneller als 70 km/h fahren, die Batterie einfach mit dem Benzinmotor laden, um dann auf den letzten 17 Kilometern in der Innenstadt möglichst viel elektrisch fahren zu können. Es wurde alles genullt. Wie ihr hier seht, wir sind mit leerer Batterie losgefahren. Es ist noch ein kleiner Rest drin, aber die Restreichweite die elektrische Reichweite war mit 0 angezeigt. Und ja, dieses Video wird jetzt nicht so sein wie die anderen, wo das Video die ganze Zeit durchläuft, sondern ich werde es nur abschnittsweise machen. Weil ihr kennt ja die Strecke und die Fahrt mit der Lernbatterie habe ich ja schon gemacht. Das Fahrzeug selbst, falls ihr es noch nicht kennt, das ist der Volvo XC90 T8 Recharge. Der Benzinmotor leistet 303 PS, der Elektromotor 87 PS. In diesem Fall ist diese Systemleistung wirklich 390 PS. Wir haben ein 8-Gang Automatikgetriebe von Aisin. Und das Fahrzeug wiegt 2320 Kilogramm. Jo, ist ja ein 7-Sitzer, ihr seht hinten die Kindersitze von den Zwillingen sind noch hier. Also das Fahrzeug ist ungefähr 10 Kilo schwerer als bei der letzten Fahrt, da waren die Sitze nicht drin. Aber das ist nicht so tragisch. Jo, und wir schauen, was wir rausfinden. Viel Spaß! So, wir kommen jetzt zum Ende der Steigung und hier haben wir 16,3 Liter auf 100 Kilometer. Ja, bei der ersten Fahrt mit leerer Batterie, die ich jetzt immer als Referenz nehme, für die einzelnen Teilverbräuche hatten wir 16,8. Also wir liegen jetzt da etwas besser. Und wir werden dann schauen, wie sich das bis zum Ende der Abfahrt entwickelt. Denn ab dem Beginn der Überlandstrecke wird dann der Unterschied kommen mit den einzelnen Teilverbräuchen, wenn wir mit dem Benzinmotor die Batterie laden. Ich wende natürlich, wie üblich, das ist ja meine normale Fahrweise, auch hier jetzt die Prinzipien des ökonomischen Fahrens an, so wie ich sie sonst immer propagiere. Also es sollte im Großen und Ganzen keinen Unterschied geben. Es ist heute etwas kälter als bei der Fahrt damals, dass die Heizung läuft. Das sind Kleinigkeiten, aber wie gesagt, ob es einen großen Unterschied macht, werden wir am Ende sehen. Wir haben die Hügelstrecke hinter uns und hier liegen wir bei 12,0 Liter auf 100 Kilometer. Letztes Mal hatten wir 11,6. Ja, also ihr seht, es ist so plus minus ein halber Liter. Jetzt auf der Abfahrt werde ich natürlich auch nicht den Charge-Modus verwenden, da hier die Batterie ja sowieso lädt. Und
wahrscheinlich auch nicht den Ladestrom zu hoch gestalten. Das heißt, wenn jetzt die Rekuperation stattfindet und dann noch zusätzlich eine Ladung durch den Elektromotor, dann wäre das eigentlich, also wenn ich jetzt das richtig interpretiere, eine Energieverschwendung, da die Ladung nicht so mit der möglichen Stärke passieren kann. Ich vermute, wir werden jetzt bald wieder in die Nebelsuppe eintauchen, also genießt die schöne Aussicht, solange wir sie noch haben. Am Ende der Abfahrt haben wir 8,2 Liter auf 100 Kilometer, verglichen mit 8,0 bei unserem ersten Test. Die Restreichweite ist diesmal 5 Kilometer, beim letzten Mal waren es 6 Kilometer. Ja, jetzt, wenn wir aus dieser Stadt raus sind, dann werde ich das erste Mal mit dem Charge-Modus arbeiten. Und dann wird es jetzt interessant. Beim Schild haben wir 6,6 Liter auf 100 Kilometer. Wir hatten jetzt drei kürzere Sektionen, wo wir so zwischen 70 und 100 km/h fahren konnten. Und da habe ich dann jeweils den Charge-Modus aktiviert. Auf der Autobahn werde ich das jetzt natürlich auch machen, sobald wir über 70 km/h sind oder sobald wir beschleunigt haben. Stand zu sehr wissen ist, auf der Autobahn hier haben wir eine 100 km/h Beschränkung aufgrund des Emissionsschutzgesetzes Luft. Und an die wir uns natürlich im Großen und Ganzen halten werden. So, ich werde jetzt hier Charge, Motor lädt, Hybridbatterie. Was ich auch machen werde, ist, ich werde manuell den achten Gang einlegen, beziehungsweise das Fahrzeug im achten Gang halten, da damit natürlich die Drehzahl niedriger ist, das erhöht die Last. Wir wissen, dass die Effizienz der Verbrennung bei hoher Last besser ist als bei niedriger Last, das heißt bei höherer Drehzahl, und natürlich sinkt dadurch auch der Verbrauch. Ja, und dann schauen wir, wo wir am Ende der Autobahn liegen. Jetzt rechts unten, ich zeige darauf, die Momentanverbrauchsanzeige aktiviert. Das heißt, hier sehen wir jetzt den Momentanverbrauch. Wir liegen jetzt aktuell bei 103 km/h laut Tacho, 100 km/h GPS und Laden der Batterie bei ca. 11 Liter auf 100 km. Normalerweise, also wenn ich das nicht mache, würden wir so im Bereich 6 bis 7 Liter liegen. Also wir können uns ausrechnen, ungefähr 4 bis 5 Liter mehr Verbrauch jetzt bei 100 km/h.
am Ende der Autobahn haben wir jetzt 7,8 Liter auf 100 Kilometer. Beim ersten Test oder beim vorigen Test hatten wir 6,4. Also man sieht, der Verbrauch ist hier natürlich schon dramatisch gestiegen. Allerdings haben wir jetzt, wenn ich auf Pure gehe, eine rein elektrische Reichweite von 13 Kilometern. Das heißt, wir können fast die gesamte Innenstadtstrecke jetzt elektrisch fahren. Also die Innenstadtstrecke ist 17 Kilometer lang. Wir haben jetzt 13 Kilometer. Es kommt jetzt noch ein kurzer Abschnitt mit 70 km/h, wo ich wahrscheinlich wo ich versuchen werde, den Benzinmotor zu benutzen. Und dann sollte es eventuell sogar möglich sein, für den Rest der Fahrt ohne Benzinmotor auszukommen. Schauen wir mal, wie sich das dann am Ende auf den Verbrauch auswirkt. So, wir sind jetzt am Ende unserer Fahrt und wir haben 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Ja, dann schauen wir uns an, wie das in den Details aussieht. Also sehen wir uns die Details an der Fahrt mit dem Volvo XC90, wo wir versucht haben, die Batterie während der Fahrt aufzuladen. Ihr habt gesehen, der Gesamtverbrauch war 6,3 Liter. Es hat sich dann zum Schluss auf den letzten 600-700 Metern hat sich dann noch der Benzinmotor dazugeschalten, da die Batterie leer war. Der Verbrauch bei der Fahrt ohne Aufladen war 5,8. Also schwarz auf weiß mal mehr Verbrauch 0,5. Ich habe hier die Teilverbräuche aufgedröselt, und zwar nicht die Verbräuche pro 100 Kilometer, sondern die realen Verbräuche für die einzelnen Abschnitte, und Gesamtverbrauch 4,3616 Liter bei der ersten Fahrt, 4,7376 bei der zweiten, die wir jetzt gemacht haben. Das ist einmal ein Mehrverbrauch von 8,6%. Wenn man sich jetzt den zweiten Teil der Fahrt nach der Abfahrt ansieht, also wo wir dann angefangen haben, die Batterie zu laden, das haben wir vorher auf dem Bergauf-, Hügel- und Bergababschnitt nicht gemacht,
war der Verbrauch 2,6496 versus 2,9828, also ein Mehrverbrauch von 12,5%. Und wir hatten aber bei der letzten Fahrt, als wir im Tal ankamen, eine elektrische Reichweite von 6 Kilometer. Diesmal hatten wir nur 5 Kilometer. Das heißt, wenn man diesen einen Kilometer, den wir damals mehr elektrisch fahren konnten als diesmal, mit einberechnet, dann wäre der Mehrverbrauch 10,2%. Ja, das kann jetzt jeder machen, was er will. Meine Interpretation ist, es ist nicht so, also es ist ineffizienter, allerdings nicht in dem Ausmaß, in dem uns oder in dem von diversen Experten oder Fachzeitschriften oder sonstigen Boulevardmedien immer suggeriert wird, dass man hier dass jetzt die Welt untergeht, wenn man einmal mit dem, wenn man einmal die Batterie mit dem Verbrenner lädt. Also das ist jetzt meines Erachtens nicht so. Es kann jetzt durchaus Sinn machen, das zu verwenden, wenn man sich über Land Autobahn fährt und dann in ein umwelttechnisch sensibleres Gebiet, in eine Großstadt oder in eine Stadt kommt oder in eine kleine Siedlung, wo man vielleicht leise fahren möchte, dass man vorher etwas in elektrische Energie aufbaut, die man dann verwendet. In diesem Fall der Mehrverbrauch, ja, das muss dann jeder mit sich selbst ausmachen, ob das dafür steht oder nicht. Meine Conclusio, ja, es ist etwas ineffizient, allerdings eben nicht in dem Ausmaß, wie es allgemein dargestellt wird. Also wenn dich der Grundtest interessiert, den wir zuerst gemacht haben, also den Referenztest zu diesem, den verlinke ich hier. Und hier findet ihr die Playlist zum Volvo XC90, da gibt es ja bereits einige Tests. Und hier verlinke ich die Playlist zu den Fahrten mit den Plug-in-Hybriden mit leerer Batterie. Und wenn euch generell gefällt, was ich mache, würde ich mich freuen über ein Abo und das könnt ihr hier abschließen. Vielen Dank fürs Zusehen, gesund bleiben, ciao.